die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir machen heute weiter mit unserer kleinen Story. Diesmal ein paar Kurzfolgen, weil ich demnächst in den Urlaub fahre für einige Zeit, also insgesamt sind es 8 Tage. Ich muss also quasi viel vorbereiten, deswegen werden die Folgen etwas kürzer werden, damit ich halt wirklich mehr hintereinander rausziehen kann oder mehr raushauen kann. Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Wir sollen Whisky einschenken. Was Ihr Arzt sagt. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Dann kriegt er was. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, ganz bestimmt nicht. Oh oh. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Okay. Marcus, nein, ich begleite dich. Oh, ich habe gerade eine kleine Vorahnung. Ja, mal gucken wir mal. Leo. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass sie nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Auf jeden Fall. Du schickst mich immer bloß weg. Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt raus hier. Sofort. Was machst du so besonders, hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Marcus, du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Wir wehren uns nicht. Eigentlich müssen wir und dürfen uns nicht wehren. Die Frage ist, wie lange dauert das, bis es abbricht? Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Das wird keinen interessieren. Weißt du warum? Wir müssen es aushalten. Verstehst du? Du bist nichts! Carl, nein! Nein.
Carl. Scheiße. Nein. Menschen sind schwache Maschinen. Carl, nicht sterben, okay? Halten Sie durch. Nicht sterben. Denk dran, Markus. Lass dir von keinem sagen, wer du zu sein hast. Nein. Nein. Dad! Nein. Bitte. Das ist deine Schuld. Ohne dich wäre das nie passiert. Der Android. Es war der Android. Was? Abgeschlossen. Gebrochen. Selbstkontrolle. Wir haben eine Trophäe erhalten. Leon Markus beschuldigt. Der Sack, Junge. Der Sack. November 2038. Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Ach, das ist der Verhör von dem anderen. Der Mord, den wir in der letzten Folge hatten. Sag endlich was, Gott verdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Hank ist angespannt. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Ja. Kannst versuchen. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Na gut. Als Zwinger ein Geständnis, das ist unsere Aufgabe. Wir setzen uns mal hin. Analysieren erstmal. Vielleicht wichtiger. Moment, was war das jetzt? Prozessor-LOD. Hinweis auf Software-Instabilität, Wahrscheinlichkeit zur Selbststörung. Niedrig. Okay, das geht also noch. So, jetzt gucken wir mal gerade weiter. Was haben wir hier? Modell HK400, der Haushälter. Okay, Herstellungsdatum 1925-2030, Eigentums von Carlos Ortiz. Ja gut, den kennen wir ja mittlerweile. So, was haben wir hier? Die Brandflecken. Wiederholte Markierung über 16 Monate verursacht durch Zigaretten. Ja okay, dann hat er tatsächlich als quasi mehr oder weniger Aschenbecher fungiert. Das hat ihm scheinbar nicht gefallen. Wundert mich eigentlich nicht. Was haben wir hier? Schlagspur nicht kritischer Stufe 2 Schaden verursacht durch Baseballschläger. Gut, das wissen wir ja, dass da ein Baseballschläger lag in der Hütte. Und wir brauchen noch eine Aufgabe. Moment, den haben wir, die haben wir. Die haben wir. Irgendwo muss noch ein fünfter Teil sein. Hier. Getrocknetes Blut, DNA-Analyse des Carlos, Alter der Probe 19 Tage. Gut, wir wissen ja, dass der 19 Tage tot war. Wir verhören ihn mal. Erreich optimalen Stresslevel für Geständnis. 35% hat er mittlerweile. Die Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Die Furcht. Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Bei ihm war es wahrscheinlich Wut.
Komm, wir machen mal einen Schritt. Wir versuchen mal, ob wir den Stresslevel hochkriegen. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Na, ein bisschen hat er dazu bekommen. Komm, wir holen uns. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Du hast den Typen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Na, 50% immer fast. Den Speicher prüfen. Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Er fängt an! 55%! Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Ja. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Wir sind fast 60%. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann mach die Aussage. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Warum nicht? Wähle eine Herangehensweise. Wir prüfen mal den Speicher. Das war quasi Notwehr. Ich hatte Speicherzugriff. Ich weiß, was passiert ist. Boah, das Verständnis nicht mehr. Wir haben es quasi. Verlasse den Verhörraum. Was zur Hölle macht er? Er zerstört sich selbst. Stopp das, verdammt! Ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Du musst sofort damit aufhören! Sicher, sicher. Vorsicht! Ach du Scheiße! Was zur Hölle ist da passiert, liebe Leute? Ich befürchte, wir haben gerade Charakter verloren. Unseren Freund Connor. Jo, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Detroit Become Human. Mit dem Knall kann man auch mal aus einer Folge rausgehen. Wow.